Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Banana Joe Südhessen. Heute gibt es mal ein neues Video. Es geht wieder um die Verpackung der Bananen, zumindest um das Winterfest machen. Und nach einem kurzen Intro geht's weiter. Heute beschäftigen wir uns einmal mit der Enzete Maurelli. Mir bekannt sind zwei Methoden, sie zu überwintern. Einmal das klassische Ausstechen in den Topf setzen, zu Hause bei 10 bis 15 Grad hinstellen und wenig gießen. Aber auch das ist nur möglich, wenn man viel Platz hat, weil, wer die Banane kennt, sie wird breit und wächst trotzdem auch zu Hause weiter. Ich selber mache seit auch dieses Jahr in Folge, das dritte Jahr, eine andere Methode, und zwar tue ich die Enzete Maurelli ausstechen, ca. 10 cm um den Stamm. Dann schneide ich die Blätter ab, tue sie 2 Tage auf den Kopf stellen, zum quasi Ausbluten, dass die ganze Feuchtigkeit rausläuft. Und danach spüle ich den Wurzelballen aus. Kann man auch vorher machen, da gibt es jetzt keine wichtige Reihenfolge, und kürze dann die Wurzeln auf ca. 5 cm. Das Wichtigste an der Sache ist das Ausbluten, dass wirklich alle Blätter abgeschnitten werden, komplett ausbluten lassen, ca. 2 Tage, und dann wird die Enzete Maurelli wurzelnackt ohne Erde irgendwas in einen Topf gestellt, in einen Behälter, vollkommen egal, und ca. bei 8 bis 10 Grad stehen lassen. Bis man sie dann im Frühjahr, bei mir war es letztes Jahr der April, habe ich sie dann in Anzuchterde getan, die ich dann leicht erdfeucht gehalten habe. Und siehe da, nach circa 2 bis 3 Wochen waren die ersten Wurzeln wieder da und das Blatt oben kam in der Mitte wieder raus. Und wie das Ganze ausgesehen hat, ich habe auch davon ein paar Bilder, zeige ich euch jetzt in einer kurzen Diashow mit der dementsprechenden Beschreibung. Viel Spaß! Hier steht die Enzete Maurelli noch wunderschön im Boden drinne. In diesem Bilderabschnitt haben wir schon die Blätter abgeschnitten, die Wurzeln ausgespült und diese auch auf ca. 5 cm gekürzt. Und nun stehen sie 2 Tage auf dem Kopf zum Ausbluten. Als nächstes bei 8 bis 10 Grad wurzelnackt in einen Behälter auf den Dachboden oder in den Keller. Jetzt haben wir es circa März, April. Ich habe die Bananen in Anzuchterde, habe diese feucht gehalten und nach 2 bis 3 Wochen kamen dann die neuen Wurzeln. Und um vergleichen zu können, ob sich was getan hat, habe ich immer verschiedene Bilder gemacht, inwieweit das Blatt in der Mitte ausgetrieben hat. Und jetzt tun wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Was haben wir getan und was haben wir dazu benötigt? Wir haben von der Enzete Maurelli die Blätter abgeschnitten, haben sie danach ausgestochen, die Wurzeln so gut wie es geht abgespült und auf ca. 5 cm gekürzt. Dann haben wir sie 2 Tage schräg oder komplett auf den Kopf gestellt, dass sie auslaufen kann, ausbluten kann, dass so wenig Feuchtigkeit wie möglich in diesem Scheinstamm noch drin ist. Und haben sie wurzelnackt in einen Behälter, wie auch immer, was zur Verfügung war, gestellt, bei 8 bis 10 Grad auf dem Dachboden oder in den Keller. Und haben sie im Frühjahr wieder in Anzuchterde gepackt, die Erde erdfeucht gehalten und nach 3 Wochen kamen die ersten Wurzeln wieder und in der Mitte das Blatt hat sich bewegt. Für mich die einfachste Methode, platzsparend. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Video zu sehen. Ihr könnt es gerne probieren. Bei mir klappt es jetzt das dritte Jahr in Folge. Ich werde es auch weiterhin so tun. Und
Bleibt bitte gesund. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Wir sehen uns dann bei beim nächsten Video. Einen schönen Tag noch. Euer Bananachos Südhessen.